Wo wird er sein? Der wird zum beim Tempel sein, denke ich. Folge mir. Also ein Scheiß, ey. Meine Güte, das ist ja eine Sekte. Die gibt's ja sonst nirgendwo, ey. Seht ihr, wie groß dieses Lager ist? Das ist übel. Das neue Lager ist, glaube ich, viel kleiner. Okay, hier ist bestimmt irgendwo der Gorkalom. Da oben ist der Tempel, oder wie? Hier ist der Tempel. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir... Ja, das hast du schon mal gesagt. Okay, oh mein Gott, ey. Wer von euch ist der Gorkalom? Darf ich da drauf? Nein, du bist der Falsche, tut mir leid. Ich wollte dich nicht stören. Das sind alles Novizen. Nein, ihr seid Bewacher. Ihr habt keinen Namen, ja. Templer. Templer, Novizen, Novizen, Templer. Okay. Darf ich da überhaupt hoch? Wer hat dir das sagen? Wir tun alles, was uns die Gurus sagen. Es ist unsere Pflicht, ihnen zu dienen. Wer sind eure Gurus? Iberion, der Erleuchtete, ist der oberste Guru. Unter ihm folgen Kor-Kalom und Kor-Angar und noch einige weitere. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrensignal. Okay, wo finde ich denn den Kor-Kalom? Wo finde ich Kor-Kalom? Auf der zweiten Ebene, nahe dem Tempelberg, ist das Alchemielabor. Er arbeitet dort Tag und Nacht. Sehr gut, danke. So. Dann zu dir. Hey. Zeige mir den Weg. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Zum Alchemielabor. Folge mir. Ich war schneller, haha. Wie unhöflich, wir rennen da einfach in diese Anbetung rein, ja. Also wirklich. So, dann machen wir uns mal auf zu dem Labor. Bestimmt ist das da oben, hä? Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Na klar, Lester, du bist mein bester Freund. Wenn ich irgendwann ein mächtiger Mensch in der alten Mine bin, dann werde ich dich vielleicht verschonen. Das sollte dir viel wert sein. So. Kaloms Leibwache, hi du. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Okay. Das ist ja immerhin etwas. Kein. Entschuldige bitte. Was willst du? Ach, von Kalom sollen wir das holen. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Okay. Oh, ich vermute, ich muss dir Platz machen, sonst haust du mich. Okay. Gut. Und wer sind jetzt wieder die Baals? Oh Mann, ey. Vier der Baals. Oh Gott. Das heißt, ich muss vier Baals überzeugen. Na super, wo finde ich die Baals? Das waren doch die, die nur mit einem sprechen, wenn man... Oh, der Idiot ist natürlich weg, ne? Nein, da ist er noch. Das ist kein Baal. Das ist ein Faul. Ein Zaun. Novize. Fortuno.
Zeig mir den Weg. Zu den Lehrern. Folge mir. Na, ich weiß, die sind da hinten. Da hätte ich auch allein hingefunden, aber ich wollte nicht. Weil ich so cool bin. Folge mir. Hier unten findest du Baal-Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ja, das hatten wir ja schon. Entschuldige bitte. Darf ich den ansprechen? Ich glaube, ich darf den wieder nicht ansprechen, ne? Das war beim Turm, das können wir überschreiben. Scheiße. Entschuldige bitte vielmals. Ich habe ihn nicht angesprochen. Kann ich mit einem von euch reden? Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Das ist ganz einfach. Du musst einfach loslassen, Mann. Sprich mit den Gurus, sie werden dich leiten. Ich darf sie nicht ansprechen. Wer ist hier der Boss? Iberion, der Schläfer sei gepriesen. Er hat uns an diesen wunderbaren Ort gebracht. Durch seine Vision ist das alles hier entstanden. Na, es war doch wieder so, wenn ich den anspreche, dann wird er wieder übelst sauer, ne? Wie werde ich in diesem... Nichts leichter als das. Rede einfach mit einigen der niederen Gurus. Sie werden dir weiterhelfen. Es wird dir hier gefallen. Wirst schon sehen. Okay. Was sagst du? Ich will bei euch mitmachen. Du hast dich entschieden, dem Schläfer zu dienen? Vor dir liegt ein Weg voller Freude und Glück. Geh zu Kor Kalom. Er entscheidet, für welche Aufgabe du am besten geeignet bist. Oder ich sagte, ich darf nicht. Okay, also soll ich doch dich ansprechen? Die niederen Gurus. Es gibt bestimmt übelst die Fresse. Der Schläfer wird wieder sauer. Er hasst mich. Jetzt werde ich attackiert. Er hat mich. Ist er nicht sauer auf mich? Hallo? Sprich mit mir. Auch wenn du geschockt bist, sprich mit mir. Das ist jetzt wieder so eine Frage. Was muss ich machen, damit die glücklich sind? Kriege ich nicht Stufe 5, ohne diese blöde Mission zu machen? Wie viel brauche ich denn noch? 2200, um Gottes Willen. Hey du! Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger! Ich trainiere nur die Templer des Schläfers! Mist, da bin ich keiner. Scheiße. Wie sieht's mit dir aus? Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Na super. Das heißt, entweder ich mache die alle übel sauer, weil ich den dauernd anspreche, so richtig. Was irgendwann in meinem Tod enden wird. Alter, ey, für die Aufgabe bin ich jetzt nicht gerüstet. Das überspeichern wir nicht. Das hier ist schon eher. Versuchen wir es nochmal. Hi, ich bin neu hier.
Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter? Jetzt ist er entzürnt. Ich glaube, wenn ich jetzt ende, greift mich einer an. Entschuldige mal. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Es ist der beste Ort, an dem du in dieser gottverdammten Kolonie sein kannst. Selbst wenn du nicht an die Lehren des Schläfers glaubst, bekommst du deine tägliche Ration Essen und Sumpfkraut. Du brauchst nur zu Fortuno zu gehen. Und wo finde ich den? Unten, an Kor Kaloms Labor, in der Nähe des großen Tempelplatzes. Okay, ey, ganz ehrlich. Oh, ey. Komm, dich nehme ich nochmal mit, weil du so nett bist. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Folge mir. Wenn der uns schon was umsonst geht, oh, ganz ehrlich, ey. Ich glaube, das mache ich mal wann anders. Die Mission geht mir jetzt schon derbe auf den Senkel, ey. Aber Tiere töten bringt halt nichts. Ich meine, so ein Wolf bringt 70 Erfahrung. Das ist halt einfach mal gar nichts. So, sehr vielen Dank. Sprichst du nicht nochmal mit mir und sagst mir, dass ich hier... Okay. Oh, scheiße, du bist der Falsche. Sorry. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier. Nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Das klingt gut. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Jetzt die Frage, wie viel gibt er uns jetzt für die Kräuter und Beeren? Gibt er uns 3? Ja, komm. Leck mich, Arschloch. Das wirst du nicht. Very much sorry. But that was it. 1. Bringt das was? Kannst du auch nur verkaufen, oder? Nee, die bringen gar nichts, ne? Ach, so ein Scheiß, ey. Kann ich dir den auch wieder verkaufen? Ich will ihn nicht haben. Ich will handeln. Was will... Schnauze. Wie viel gibst du mir dafür? 8. Ernsthaft? Man kann dem sein Gratiszeug auch wieder verkaufen? Und der nimmt das. Oh Gott, ist der doof. Aber, oh Mann, ey. Man muss sich darum kümmern, dass sie einen ansprechen. Wie kriegt man dazu, sie dazu, einen anzusprechen? Kann ich die hier benutzen? Darf ich das? Hier speichern wir erneut. Ah, vielleicht spricht er uns damit an, auch wenn wir das nicht können. Vielleicht ist das der Schlüssel, damit er uns anspricht. Möchtest du mich nicht ansprechen? Komm schon. Er spricht uns nicht an. Dann rauchen wir noch ein bisschen. Oder zumindest tun wir so, als ob wir rauchen. Oh Mann, ey, so ein Idiot. Ich kann das lange machen. Irgendwann muss er mich nehmen. Okay, hör auf. Ich will das nicht lange machen. Sprich mit mir.